can't get in. The door is locked. I need your help. Sorry. Erstmal ein großes Sorry zu Beginn. Irgendwie hat das Aufnahmeprogramm letzte Folge oder zwischen der heutigen und der gestrigen Folge gesponnen. Und zwar, ich habe mir mal Folge 3 angeguckt. Wir waren im Kino. Dann ist sie rausgerannt, das kleine Mädchen. Und wir hinterher und weiter kann ich mich nicht erinnern. Auf alle Fälle habe ich die Videodateien nicht mehr. Und ich guck nochmal, ob ich nochmal... zurück kann ich nicht mehr, das sehe ich schon. Nein. Ja, scheiße. Ich tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Weiß ich nicht. So ein Dreck. Das hier habe ich schon gespielt. Aber ich weiß nicht, was zwischen dem Dingens und... ja... ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Irgendwas war da. Okay, auf alle Fälle, wir sind jetzt hier in diesem einem Hotel von... achso, geht ja nicht auf. Dieses Excelsior. Ach, da ist eine Leuchtkugel. Und wie ich darin komme, weiß ich auch. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ach, nee, muss tiefer. Da ist die Treppe und schon sind wir hier. Wie ging's dann weiter? Ich habe jetzt auch schon wieder länger nicht gespielt. Ach ja, wie ich an die Kugel komme, weiß ich auch. So. Zack. Maybe you could sneak in through a window or something. And then you could let me in. Genau, so kamen wir da hin. Und hier habe ich auch, glaube ich, aufgehört dann. Weiter weiß ich zum Beispiel nicht. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. Gelang auf den Balkon. Pot of gold at the end of the rainbow. That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out. I swear. Never's a big word. Die hat uns platt getreten. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? Nein! That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you. Ach, verdammt. Die Aufnahme fängt schon wieder einmal richtig geil an. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? Bah. It's nothing. I got it caught in a death trap. Whew.
Ah, wir müssen sogar hier rein. Schließt die Tür auf. No, Johnny. Not again. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Nein! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cal, what are you doing? Mommy, stop. What are you doing? Nothing. Mommy and Daddy were having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. Yeah. Yeah, it's just a toy, Dee Dee. Mommy, are you gonna let Daddy come home? Dee Dee. Please, please let Daddy come home. He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah, Daddy needs us. If this is another train wreck, it's not just going to be you and the train this time. I'm not going to let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Yay! Daddy's coming home! Errungenschaft freigeschaltet. Karussell von schlechten Träumen. Ich bin mir nicht so sicher, ob Daddy wirklich zurückkommt. Oh, neues Kapitel. Schau an. Was ist zwischen Folge 3 und 4 passiert? Ich meine, in diesem Fall ist das jetzt Folge 4. Aber, weiß nicht. Ah, ich weiß es nicht. Moment, ich muss mir mal kurz was auf meinem Zettel markieren. So, Folge 1 und 2 kamen am den Tag. Heute kommt die 3. Morgen die 4. Scheiße, ich muss das alles eins noch hochsetzen. Ja, das passiert halt, wenn man unvorbereitet anfängt. Die kommt dahin. Jetzt muss ich alle Folgen ein bisschen vorher setzen. So, gut. So, wir sind in unserem Zimmer, so wie es aussieht, zurück. Ich mache das Licht nicht aus, ich mache erst die Musik an. Oder... It's you! Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever! Except he always says stuff like that. And then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Boah, nee. Noch ein Abenteuer. Na gut. Das Bild nehmen wir mit. They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These are in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Errungenschaft freigeschaltet. Familienleben. Wie viele Achievements wir hier auch freischalten. So, wir gehen elegant die Treppe runter. Nehmen elegant den Zettel vom Tisch. Oder später. Erst nehmen wir elegant irgendwas anderes vom Tisch. Ein Zettel. Huch. Ah, hier haben wir was übersehen. Was? So. Sehr geehrte Hilda. Ich schreibe Ihnen wegen Ihres Briefes über meine Tochter Dorothy. Sie ist nicht geistig gestört, sondern hat lediglich eine lebhafte Fantasie. Ach schön, so kann man es auch sagen. Viele junge Mädchen behaupten, unsichtbare Freundin zu haben. Was?
Sie sollten mal einige der psychologischen Gespräche hören, die sie führt. Sie denkt einfach nur laut. Achso, die sie führt, Doppelpunkt. Sie denkt einfach nur laut, das ist alles. Es tut mir leid, dass sie am 22. allein aus dem Haus gegangen ist. Warum ist das durchgestrichen? Aber es ist nicht meine Schuld. Sie hätte sich auch hinausschleichen können, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Sie kennen sicherlich auch andere Kinder, die sich aus dem Haus schleichen. Warum das durchgestrichen ist, weiß ich nicht. Ich habe ein ernstes Gespräch mit ihr geführt und sie hat mir versprochen, ab sofort brav zu sein. Zudem habe ich ihren Fluchtweg in Anführungszeichen gesetzt, dicht gemacht. Wieder durchgestrichen? Bitte nehmen Sie mir meine Tochter nicht weg. Sie ist das Einzige, was ich noch in meinem Sinn habe. Oh, ist das süß. Sie ist nicht geistig gestört, hat eine lebhafte Fantasie, muss ich mir merken. It's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Oh. Die Synchronstimme von dem Mädchen ist auch so süß. Und von unserer Dame hier natürlich auch. Die ist der Hammer, die Synchronstimme. Finde ich geil einfach nur. Passt einfach. I don't think they'll hold you. You'll have to go through shadows. Mann, Mädel, pass auf! Neue Fähigkeit im Schattenmodus zum Durchbrennen von dünnen Schatten. Geil, geil. Das würde bedeuten, ich mache den hier und den hier und den hier und den hier und den hier. Und gehe wieder zurück. Oh Gott. In die Schattenwelt und oh Gott. Nein. Zack. Hallo. Immer nach Leuchtkugeln Ausschau halten. Das da hinten. Seht ihr den Turm da? Das fällt mir gerade auf. Der sieht irgendwie so 2D-mäßig aus, ne? Das Schiff ist wiederum 3D jetzt. Der Zirkus. Ich war noch nie in einem Zirkus. Muss ich ehrlich zugeben. Ach du Scheiße. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing... The princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo, it's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Come on, it's this way. Ganz ehrlich, dieser Vincenzo, der macht irgendwie so einen Eindruck wie von der Mafia. Augenschraff freigeschaltet, dieser Zirkus ist keine Katastrophe. Ist eine Katastrophe, Entschuldigung. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Contrast, mein Zettel ist jetzt total am Arsch. In Folge 5 am 18. Ja, dürfte passen. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei, gell?